Wer auch immer das Ding hier angesprüht hat, hat das Fernglas zugesprüht. Jetzt sehen wir nichts mehr. Das ist doof. Jetzt haben wir da extra so eine Optik obendrauf und die haben das einfach zugesprüht mit brauner Farbe. Das ist natürlich echt blöd. Hallo und willkommen zurück zu Modded Ark Pagnacia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja letzte Episode diese verrückten Riesensarkos gefunden und da habe ich mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was wir da machen könnten, um die schlafen zu legen. Wir haben im Moment nicht so wirklich die Möglichkeiten, um 100 Millionen Torpor-Damage zu machen. Das heißt, wir müssen mal so ein bisschen schauen, was wir noch an Möglichkeiten haben und so ein paar andere austesten. Und da habe ich mich schon so ein bisschen umgeschaut. Unter anderem gibt es ja jetzt die neuen Sachen in der Casas und Keeps Mod. Da gehe ich zwar davon aus, dass die nicht stark genug sind, aber man kann es ja mal ausprobieren. Und nebenbei habe ich direkt mal so ein paar von den Waffen gecraftet. Die können wir uns auch anschauen, weil ich sowieso gerade da war und mich das interessiert hat. Ich packe die mal kurz in die Leiste, dann gucken wir uns die alle an. So. Wir haben ja auch noch diesen Myth Poison Speer. Der ist fast so das Beste, was wir haben, was Poison Damage angeht. Ansonsten, das Zweitbeste ist, denke ich, dann unsere Longneck Rifle. Das Problem mit dem Speer ist halt, der ist, ja, aus Sicherheitsgründen nicht so wirklich verwendbar. Ich weiß nicht, wer von euch da Lust hätte, so ein riesen Monster-Krokodil zu Fuß irgendwie in den Fuß zu stechen oder so. Das ist einfach ein bisschen gefährlich. Deswegen brauchen wir da eine andere Möglichkeit. Und das Einzige, was wir noch haben, ist eigentlich das Gewehr. Das hier ist so ein Falchion, den ich gebaut habe. Dann haben wir noch so eine kleine Axt. Die sieht so ein bisschen unterdimensioniert aus. Ganz normales Schwert. Und das ist so eine normännische Axt oder so, ne? Ich glaube, die Normannen hatten so kleine... Moment, wie heißt denn das Ding? Das hat doch auch so einen Namen. Primitive Berserker Axe. Okay. Ja, also so eine Berserker Axt. Die ist ganz gut gegen Rüstung, denke ich. Na gut. Das Zeug packen wir mal wieder weg. Ich denke, das Schwert reicht uns für den Anfang. Das Rest, das kommt alles wieder da rein. Dann nehmen wir mal wieder diesen Speer mit in die Leiste. Den kann man immer gut gebrauchen. So. Und dann nehme ich diesen Fallschirm mit. Der sieht cool aus. Das macht sowieso alles zu wenig Schaden. Oh, das kann sogar einen Wundeffekt hervorrufen. Ach so. Die haben teilweise... Ah, und das Ding kann man werfen. Das ist cool. Ja, das Ding ist gut gegen gepanzerte Ziele. Und man kann damit auch Holz und Stein sammeln. Und das ist auch gut gegen gepanzerte Ziele. Okay. Damit kann man Gegner so ein bisschen betäuben, verwirren oder so. Ja, die kriegen halt, die werden wahrscheinlich so ein bisschen schwammige Sicht kriegen, wenn man denen so ein Ding auf den Kopf haut. Das ist ja leicht zu verstehen. Ja, und dann gibt es eben die ganzen Torpor-Sachen hier. Da gibt es die normalen Flintpfeile wieder. Das ist so ähnlich wie im Vanilla eigentlich auch. Es gibt Flintpfeile, es gibt so Trank Arrows. Dafür braucht man einen Narkotik und eben die Flintpfeile. Und dann gibt es die Barbed Trank Arrows. Und dafür braucht man dann die Vorstufe. Als Vorstufe braucht man da diese Trank Arrows für. Da habe ich mal 20 von hergestellt. Die kosten dann 2 Narkotics, das heißt 3 Narkotics pro Pfeil. Dann müssten die eigentlich relativ stark sein, wenn die so teuer sind, ne? Theoretisch. Ich habe mal so ein Longbow gebaut, beziehungsweise aus Versehen 3. Und hier haben wir diese Barbed Trank Arrows. Und dann gibt es eben auch noch die Armbrüste. Das ist wohl egal, ob man die mit der Armbrust oder mit dem Bogen verschießt. Ganz ähnlich wie im Vanilla wieder. Wir haben diese Arbalest, heißt die Armbrust. Und die Royal Arbalest. Die verschießt irgendwie 2 Pfeile auf einmal. Das ist wohl der Unterschied zwischen den beiden Dingern. Also ganz witzig. Das kann auch unter Wasser schießen. Das ist schon mal super gut. Und das Ding schießt halt einfach 2 auf einmal. Riesenverschwendung. Nehmen wir mal die beiden mit. Und dann probieren wir das einfach mal irgendwo aus. Mal sehen, an was? Wahrscheinlich an einem Gallimimus oder so. Da haben wir immer genug hier unterwegs. Ich habe auch wieder den grünen Dimorphodon gefunden, den ich mal versucht habe zu betäuben. Der ist jetzt wahrscheinlich wieder weg. Immer wenn ich ihn zeigen will, ist er nicht da.
Wo ist der hin? Den habe ich ja versucht, mit diesem Poison Speer zu betäuben. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich jetzt gesehen, als ich den wiederentdeckt habe, dass das ein Jungtier ist. Also der ist noch jugendlich oder so. Der ist noch nicht ganz ausgewachsen. Und ich vermute mal, dass das dann daran lag, dass man vielleicht Jungtiere nicht betäuben kann mit dem Speer. Super komisch auf jeden Fall. Na gut. Wenn der wieder auftaucht, können wir das nochmal ausprobieren. Jetzt haben wir hier... Oh, da vorne ist er, glaube ich. Den können wir jetzt mal pieksen. Der hat nämlich genau das Level. 515. Female Adolescent Dimorphodon. Das muss der sein. Ja, schaut. Der schläft nicht. Also eigentlich müsste ich dem jetzt so viel Torpor verpasst haben, dass der bis ans Ende aller Zeiten schläft. Aber das tut er nicht. Der kann nicht fliegen. Ich weiß nicht. Da hätte ich eigentlich merken müssen, dass das ein Jungtier war, ne? Ach, super komisch alles. Auf jeden Fall kann man Jungtiere mit dem Speer nicht betäuben. Das ist super komisch. Jetzt haben wir gerade gesehen, wie viel Torpor du hast. Du hast ziemlich viel, ne? 4000 fast. Mal sehen, ob wir das mit so einem Bogen schaffen. So, soll das Ding noch equippen? Hm. Okay, tun wir das jetzt in den... Hä? Das geht gar nicht. Oh oh. Ich glaube, die funktionieren gar nicht. Doch, jetzt schon. Check nix. Was läuft hier? Okay, wir haben jetzt so einen Barbed Trank Arrow. Und ich weiß nicht, was ich getroffen habe, aber nicht den Dimorphodon. Und jetzt? Oh, 400. Ich weiß nicht, ob das die Lösung sein kann. Das ist die Royal und das ist die Primitive Arbalest. Mit dem Bogen treffe ich auch überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, keine gute Lösung. Da schieße ich bestimmt jedes Mal daneben. Dass er erst die Pfeile reinziehen. Der arme Dimorphodon. Das ist unser Testobjekt. Okay, mit dem trifft man, glaube ich, ein bisschen besser, oder? Ja. Und jetzt, Torpor? 500. Oh oh. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Ich glaube, wir müssen weitersuchen. Man kann natürlich die Waffen noch upgraden, sodass die deutlich mehr Torpor-Damage machen, das ist klar. Hast du vielleicht... Nö. Hier haben wir bestimmt ein bisschen Prime Meat drin, oder? So. Und... So. Ah, da hinten. Du hast ja immer noch Angst. Keine Angst. Wir müssen nichts mehr testen, wir sind fertig. Gut, wir könnten natürlich noch die zweite Arbalest hier testen, die zwei Pfeile auf einmal abschießt. Wäre natürlich auch ganz witzig. Und nicht an dem armen Dimorphodon, oder? Yeah. Super cool. Was machst denn du? Er hat seinen Torpor fast wieder verloren. Ich weiß nicht, warum der so aufgeschreckt ist. Vielleicht traut er mir jetzt nicht mehr so ganz. Oh je. Das ist super komisch, dass wir hier keine Gallimimus oder so haben zum Testen. Da sind sonst immer welche da. Aber wenn man sie mal braucht, dann wohl nicht mehr. Ah, da ist ja einer. So, Double Arbalest. Mal sehen, ob ich treffe. Jawoll. 250 Damage. Und... Wow. Wieso macht das jetzt so viel Torpor Damage? Der hatte bestimmt schon was vorher, ne? Der Petri müsste ja instant down gehen eigentlich. Test. Jetzt haut er ab. Ja, funktioniert. Das ist gar nicht mal schlecht. Oh oh, ich glaube, das kommt jetzt. Nicht gut. Oh, Hilfe, Hilfe. Das ist zu stark zum Testen. Aua. Oh. Okay, die machen aber nicht allzu viel Schaden. Wie viel Torpor hat das denn? 22.000. Das schaffen wir natürlich nicht. 3.000. Das wäre eher so ein Versuch. Au, au, au. Hilfe. Au, au. Das tritt mich. Na gut. Also ich glaube, das ist auch nicht wirklich die Lösung. Wir machen zwischen 2.000 und 3.000, wie es aussieht. Haben wir noch irgendwas Passives zum Testen?
Nee, die sind alle böse hier. Vielleicht die Motte. Aber das sind Baryonyx. Mal sehen, ob ich die treffe. Nee, aber fast. Das kostet Unmengen an Pfeilen, was wir hier machen. Oh, das ist auch schwer zu treffen mit dem Ding. Ich kenne die Waffen ja noch kaum. Treffer? Warte. Okay. 1,6. 1,6. Hm. Vielleicht machen wir auch ein bisschen weniger Torpor-Damage. Schlaf jetzt. Ich denke, die Waffen sind auf jeden Fall nicht gut genug für uns. Da müssen wir uns nochmal umgucken. Aber die sind super witzig. Vor allem der Crossbow, der zwei von den Balls auf einmal verschießt. Super witzige Idee. Keine Ahnung, wieso man das machen sollte. Warum verschießt man nicht einfach einen größeren? Na gut. Dann müssen wir uns die zweite Option angucken. Ist der Dimorphodon noch? Ah, da ist er wieder. Ich glaube, er hat sich beruhigt. Yes! Wir haben den Dimorphodon gezähmt. Super cool. Okay, wir können den hochheben. Der ist noch nicht ausgewachsen. Den müssen wir jetzt erstmal nach drinnen bringen. Damit ihm hier nichts passiert. Ihr, nichts passiert. Ist ja eine Sie. Die haben ja irgendwo schon die Dimorphodon sitzen, ne? Da hinten. Der kleine Falter. Okay. Und dich setzen wir mal eins höher, oder? Setzen wir dich mal da in die Ecke, wenn das geht. Oh, jetzt bist du ja komplett in der Ecke. Du folgst mir, glaube ich, noch, ne? Hä? Flieg! Okay, setz dich mal irgendwo hin, wenn du Lust hast. Wo du willst. Lass es dir gut gehen hier und so. Zu futtern solltest du ja haben. Okay, jetzt ist er, glaube ich, ausgewachsen, ne? Kleiner Falter. Und ist das hier der grüne Falter, nehme ich mal an. Grüner Falter. Okay, jetzt sammeln wir auch noch die Morphodons, wie es aussieht. Jetzt schauen wir nochmal in die Weapons Mod. Wie heißt die? Military Weapons. Und da gibt es auch noch eine Möglichkeit, Trank-Zeugs herzustellen. Das ist ultra kompliziert, da müssen wir uns so ein bisschen einarbeiten. Hier gibt es so einen Toxin Extractor, hier gibt es so einen Biotoxin Distiller und ich weiß nicht, was es noch gibt. Ich glaube, das sind die beiden Geräte, ne? Die müssen wir jetzt mal ausprobieren. Die sind relativ teuer, aber nicht für uns, nicht im Modded. Kosten alle möglichen wichtigen Ressourcen, Polymer und so. Okay. Und aus denen muss man dann wohl irgendwie so Gifte herstellen können. Hier gibt es nämlich diverse unterschiedliche Giftmunition. Also so Trank-Zeug. Trank? Genau, hier gibt es Dart-Pistol, Sniper-Darts, Barrett-Darts und Rifle-Darts. Dann gibt es Shocking-Arrows. Shocking-Trank-Arrows. Gibt es eigentlich von der Pugnacia-Mod auch Shocking-Trank-Darts? Das wäre auch interessant, ne? Trank. Oh, es gibt noch die Trank Bolts. Und dann gibt es noch dieses ganz verrückte Zeug, wofür man ein Element braucht, was wir noch nicht haben. Trank Magazine. Und das hier ist eine Trapdoor. Wir könnten noch die Ballista bauen und das testen. Das wäre natürlich auch ziemlich interessant. Aber auch schwer zu schießen, ne? Müssen wir auf den Quetzi packen. Und ja, wir müssen das auf jeden Fall irgendwie testen. Das Ding kostet 5 Ghrelin Tonic. Wow. Die sind ultra teuer. Vielleicht ist das die richtige Lösung. Brauchen wir Holz für. Stone Thatch Holz. Können wir mal holen. Die habe ich noch gar nicht entdeckt hier. Stone Thatch haben wir auch. Und ein bisschen Wood. So. Check. Trank. Stellen wir uns her. Wie viel können wir denn bauen? 4. Oh, da sind die ganzen Tonics weg. Egal. Wir können jetzt ja neue farmen. Ansonsten gibt es hier noch irgendwas, was nicht Trank heißt und trotzdem irgendwie betäubt? Ich glaube fast nicht.
Okay, das müssen wir jetzt erstmal ausprobieren. Ansonsten sieht es nicht so aus. Es gibt ja noch diese Poison, heißt der Speer. Wenn wir nach Poison suchen, finden wir hier aber nichts. Also ich denke mal, wir haben schon alles gefunden, was es hier in der Bagnasia-Mod gibt. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und das müssen wir dann auf dem Quetzi installieren, wie gesagt. Ich glaube, wir brauchen mehr Quetzels. Wir brauchen noch Testplattform-Quetzels. Na gut, das ist schon mal ein Anfang. Ich werde mich jetzt auch mal hier in die Mod hier einarbeiten, mit den beiden Geräten. Mal schauen, wie das genau funktioniert. Distill Toxin. Extracts to Biotoxin. Okay, also der müsste dann das letztendlich dieses Betäubungsgift irgendwie herstellen. Braucht Strom. Und das ist wohl die Vorstufe davon. Da brauchen wir Spark Powder, Polymer und Spoiled Meat. Das haben wir ja eigentlich alles. Stellen wir das mal draußen hin, oder? War hier drin? Könntest du natürlich hier oben hinstellen. Draußen haben wir fast weniger Platz als hier drin, ne? Stellen wir das mal hier drin hin. Stellen wir das eine hier hin. So. Und das andere einfach direkt daneben. Passt das? Oh, das ist ja winzig. Da brauchen wir einen Tisch für. Oh, wieso setzt du dich denn direkt vor die Treppe? Der grüne Falter, ey. So, haben wir hier irgendwo einen Tisch? Table. Hier gab's doch mal Tische. Oder? Vielleicht auch nicht. Wir nehmen einfach so einen großen Schrank als Tisch. Tische gibt's, glaube ich, nicht. Die gab's in der Advanced Drafts Mod. Da gab's ganz viele coole Tische. So. Stellen wir das Ding da drauf. Yay. Oh. Das wollte ich nicht. Powered. Das klingt doch schon mal gut. Biotoxin. Spark Powder und Spoiled Meat. Schauen, ob wir das hier haben. Spoiled Meat. Nee, sieht nicht so aus. Das können wir bestimmt schnell pullen. Irgendwo haben wir sowas. Spoiled. 17.000. Können wir mal 10.000 von nehmen. Pull. Sollte reichen. Dann. Und irgendwo haben wir auch Spark Powder. Oh, das deckt ja nicht gescheit. Das ist doof. Nehmen wir mal alles mit. Und ein bisschen Spark Powder. Und schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich denke mal, das wird ziemlich stark sein. Die Mod ist schon... Da gibt es ein paar ziemlich starke Sachen. So. Der dampft jetzt. Klingt gut. Sieht gut aus. Ach so, Organic Polymer brauchen wir ja auch noch. Hm, nicht vergessen. Haben wir auch im Kühlschrank, glaube ich. Da haben wir immer zu wenig von. Wir müssen mehr Mantis farmen. Gut, 600 sollten jetzt für den Start reichen. Und dann müsste hier theoretisch irgendwas passieren. Weil das sieht so aus, als würde es ziemlich lange dauern. Also ist ein längeres Projekt. Das heißt, wir brechen so lange mal auf und probieren wahrscheinlich diese Ballista-Turret aus. Mit diesen ultra teuren Trankballs. Weiß nicht, wo wir die am besten testen. Wahrscheinlich an einem Titano oder so. Irgendwas, was ziemlich viel Torpor hat. Damit sich das auch lohnt und der Test funktioniert. So, wo bist du denn? Lochi? Da ist Lochi. Lochi hat ja keinen gescheiten Sattel. Da brauchen wir erst einen Plattformsattel. Na gut, ich mach mal Lochi klar und dann schauen wir uns das Ganze mal näher an. Da ist ein Zombie-Titano unterwegs. Super cool. Da oben ist auch so ein Rex. Den würde ich ganz gerne abfarmen. Der hat wieder Kibbles für uns, aber Ancient Rex. Das machen wir nicht, weil wir haben jetzt das Katapult dabei. Und das könnte mies ausgehen. Dann könnten wir das Katapult verlieren. Das wollen wir nicht. Da oben steht noch der alte Titano, den wir schon kennen. Mit 1,4 Millionen HP. Und da unten ist der Zombie. Und der hat 1,7 Millionen HP. Ich habe noch nie einen Titano mit so viel HP gesehen. Also, das ist super crazy. Und wir wollten doch mal einen Zombie-Titano, ne? Ich denke, beim Kämpfen gegen gefährliche Gegner kann es durchaus ein Vorteil sein, so einen Zombie zu haben. Die machen ja ziemlich viel Schaden, müssten sich also auch ziemlich gut hochheilen. Das könnte schon eine gute Sache sein. Deswegen werden wir es jetzt mal ausprobieren. So. Wir schweben hier jetzt einfach mal. Und ich versuche jetzt, mit dieser Balliste diesen Titano zu treffen. Mal sehen, ob das funktioniert. Wir haben diese Pugnacia Trankballs geladen. Und
Oh oh. Oh. Ziemlich gefährlich hier auf- und absteigen. Wir müssen nochmal kurz gucken, ob der schon Torpor hat. Nee, hat er nicht. Der hat also 9 Millionen. Das ist, glaube ich, ein bisschen weniger, als der andere hatte, oder? Das ist gut. Ich glaube, der andere hatte 10. Littlefoot. Okay. Wieso habe ich den jetzt immer noch? Okay, ich habe immer noch das Fernglas an. So. Jetzt sollten wir das Overlay nicht mehr haben. Alles klar. Perfekt. Können wir reinzoomen? Nein. Also ich muss jetzt treffen, das ist wichtig. Okay. Ist ja super. Keine Ahnung, wo das hinging. Jetzt schieße ich mal deutlich tiefer. Okay. Das war ein Treffer. Dann steigen wir mal ab. Ich habe den ersten Pfeil schon versemmelt. Und... okay. Oh, verliert der schnell Torpor. Das ist überhaupt nicht gut. Wurde das geändert oder ist das bei Zombies immer so? Ich habe das noch nie gesehen, dass die so schnell Torpor verlieren. Das machen doch nur die Zombies. Das können nur die Zombies machen. Ich habe das noch nie gesehen vorher. den würde ich jetzt gerne zähmen. Wir haben 52 Darts plus die Dinger. Oh, ich glaube, das schaffen wir gar nicht, den zu zähmen. Der hat ja instant das Torpor wieder verloren. Also die Dinger sind jedenfalls nicht schlecht. Der hat schon ziemlich gut Torpor-Schaden genommen. Wenn ich jetzt so einen Dart schieße... alles safe. Und direkt nachguck. Oh, das macht aber deutlich mehr. Über 150.000. Oh, ich glaube, diese Trank Darts sind auch nicht wirklich das, was wir... also diese Riesendinger da. 150.000, das heißt, wir brauchen 10 mal 9, 90 von den Dingern. So viel haben wir nicht dabei. Und wenn ich einmal daneben schieße, dann verliert er ja wieder alles. Jetzt macht er den Rex platt. Dann können wir den Loot mitnehmen, das ist ganz gut. Also ich denke, das ist nicht die Lösung. Ups, Ark hat gerade entschieden auszusteigen. Aber jetzt sind wir wieder da. Und der Titano wehrt sich nicht. Wieso das denn? Nein, ich wollte den zähmen. Schluss jetzt. Wir müssen ihm helfen. Wie können wir ihn retten? Ich weiß nicht. Ich kann versuchen, den Rex... Wow, 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 wow. Mach ihn nieder. Den müsste den eigentlich easy schaffen, ne? Check. Zombie? Rex. Zombie? Rex. Okay, sieht gut aus. Und unser Katapult? Sieht auch gut aus. Nichts passiert. Alles gut. Jetzt macht er wieder nicht weiter. Wieso wartet er immer auf uns, dass wir ihm helfen? Was soll das? Jetzt hört er wieder auf. Okay, wir müssen uns notfalls das Katapult neu bauen. Oh, ich glaube, er ist tot. So. Jetzt müssen wir warten, bis er sich beruhigt, dann können wir looten. Ich hätte den ganz gerne, der ist super cool. Katapult ist immer noch in Ordnung. Perfekt. Aber wir haben nicht genug Darts dabei und weiß nicht, ob ich mich da jetzt hinstellen will und 100 Darts in den reinpfeifen. Wenn ich einmal daneben schieße, dann wieder von neuem anfangen. Aber Torpor scheint nicht besonders schnell zu fallen. Das war nur relativ schnell, ne? Weil wir haben ja nur ganz wenig Torpor-Damage gemacht. Das fällt natürlich dann auch schnell, also verschwindet schnell wieder. Wenn wir hier 150.000 machen, dann dauert das auch entsprechend länger, bis das wieder verschwindet. Okay, wir schleichen uns jetzt davor. Piranhas? Keine da. Alles gut. Ist das? Oh, Piranha! Er schläft. Tyrannus. Okay, haben wir so eine Lunge. Und der Rex? Wo hat denn der Rex seine Tasche geworfen? Vielleicht haben wir einen Kibbel bekommen, als der gestorben ist. Normalerweise haben die immer ein bisschen Zeug dabei, die Rexe. Wo ist das Kibbel da oben? 6 Stück. Ich habe keine Ahnung. Du hast ihn ja nicht gekillt. Du hast auch nichts bekommen. Komisch, komisch.
keine Tasche zu sehen. Na gut, dann geben wir auf. Nicht ganz. Wir nehmen den Biberdamm vorher noch mit. Was ist das? Was ist das denn? Ist das ein Piranha? Ja, das sind alles Piranhas. Bunte Piranhas. Oh, viele Piranhas. Aua. Aua. Lasst mich. Schlaft. Können wir jetzt so ein Piranha zähmen? Die sind alle super low level. Kein Interesse. Aber das müssen wir mal irgendwann testen. Vielleicht näher bei uns so ein bisschen. Oh oh. Der Titano wurde gebissen. Gut, ein Grund mehr, jetzt irgendwie rauszufinden, wie wir gescheit Torpor-Damage machen können. Oh, ein Quetzi. Level-Check. Wir brauchen mehr Quetzis. 470, der ist eigentlich ziemlich gut. Aber nicht gut genug für uns. Irgendwas, was mehr Torpor-Damage als unser Gewehr macht. Das wird nicht einfach. Na gut, schauen wir mal, ob wir vielleicht mit der Military Weapons Mod ein bisschen mehr erreichen können. Das dampft hier ganz fleißig vor sich hin und hat auch schon ein bisschen was produziert. Ich habe das auch schon rübergepackt. Da kriegt man dieses Toxin Extract. Also ich habe das schon hier drüben in diesen Distiller reingepackt. Und den muss man dann einfach nur anstellen hier. Beginn Destillation. Dann fängt er an, das umzuwandeln. Das wird dann zu Biotoxin. Und daraus können wir uns jetzt so Darts bauen. Gut, schmeiß das mal hier rein. Gehen wir auf Trank, dann finden wir das ganze Zeug direkt. Da gibt es diese Tranquilizer-Darts für die Barrett. Und das ist das Einzige, was Biotoxin braucht. Alles andere braucht kein Biotoxin. Wir brauchen... Moment, ich habe das doch da reingepackt, oder? Wo ist das denn hin? Biotoxin. Okay. Das wird irgendwann schlecht, das ist nicht gut. Das heißt Biotoxin. Wieso können wir das denn hier nicht verwenden? Biotoxin Paste, okay. Da geht's wohl noch weiter. Wir müssen daraus diese Paste herstellen. Dafür brauchen wir Zap. Oh, das wird immer komplexer. Zap haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Das nehmen wir mal raus und packen es in den Kühlschrank ganz schnell. Damit es dann hoffentlich ein bisschen länger hält. So. Okay, das ist gut. Damit können wir leben. 3 Tage oder so. Gut, wir brauchen dieses Zap. Das wird immer komplizierter hier. Wir können uns auch diese Super Narcotic Paste herstellen. Da stellen wir uns mal 100 von her. Das kostet Narcoberries und Spoiled Meat. Und damit kann man sich die ganzen anderen Tranks herstellen. Da gibt es auch noch diverse andere. Diese normalen. Für die Sniper Rifle. Für die Pistole. Für die Longneck Rifle. Und für den Compound Bow und Crossbow und den normalen Bogen und so weiter. Was ist das? Tracking Rifle. Ach so, da kann man Gegner anschießen und dann weiß man aber, wo die sind. Das ist auch ganz praktisch. Hier gibt es so viele coole Sachen, also da müssen wir noch ein bisschen rumprobieren. Sniper. Was gibt es denn für Sniper? Da gibt es diesen G28, dann gibt es das Fernglas für den Fabricated Sniper, für den ganz normalen. Und dann gibt es diese SKS Sniper Rifle, okay. Stellen wir uns mal den G28 her. Das Ding kann man sich auch herstellen, ne? So. Und Kaliber 50. Okay, das ist für die Barrett. Und das hier braucht 7,62. Und das auch. Gut, dann brauchen wir noch 7,62. Da stellen wir uns auch ein paar von her zum Testen. Machen wir mal 10. Das Zeug ist meistens ziemlich teuer. Okay, kostet halt 5. Oh, kostet unglaublich viel Metall. Wir brauchen 5 Ammo Shells, 5 Bullets. Das sind dann 5 oder 10 oder so Metall, bin mir nicht sicher. Was ist das? 5,7 Rifle Bullet. Für die P90. Was gibt's da? AK-47? Also total viel interessantes Zeug hier. Und die ganzen Narkotik-Sachen. Ich denke, wir testen die ganzen Trank-Sachen nächste Episode. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Wir probieren jetzt einfach mal die Sniper aus. Und ja gut, wir können direkt testen, ob die diese normalen Darts damit funktionieren. Was heißt die normalen? Also diese... So, wo sind die Dinger? Trank? Die sind es.
ob die in die Sniper reinpassen oder ob wir da die Fabricated Sniper für brauchen. Das wäre noch ganz interessant. Haben wir irgendwo Pelt? Pelt? Natürlich haben wir Pelt. So, nehmen wir mit. Keine Ahnung, wieso wir dafür Pelt brauchen. Vielleicht damit die irgendwie, ich habe keine Ahnung, damit sie weich und flauschig sind, wahrscheinlich. So, nehmen wir mal 3. Was ist denn jetzt so teuer? Ach so, das kostet 30 Super Narcotic Paste. Alles klar. Ist ja fast nichts. Das können wir uns leisten. Da müssten die eigentlich ziemlich gut sein, wenn die so teuer sind, ne? Oh, 50 Schuss. Das ist cool. Können wir die da reinladen? Nein. Können wir die hier reinladen? Nein. Okay, also die kann man nur mit der Fabricated Sniper Rifle verwenden. Das machen wir diese Episode nicht mehr. Diese Episode testen wir jetzt nochmal die beiden Sniper Rifles hier. Pack mal 50 Schuss da rein und 50... Okay, die haben das schon gecheckt, dass die hier Munition kriegen. 10 Schuss. Und das Ding. Leck. 10 Schuss. Okay. Nicht schlecht. Super cool. Das Ding sieht ja heiß aus. Sieht aus wie eine AK irgendwie. Okay. Was ist denn das Magazin? 10-Schuss-Magazin? Sieht man überhaupt nicht. Na gut, gehen wir mal damit raus und schauen, was wir damit anstellen können. Wir brauchen ja auch dringend gescheite Waffen. Wir haben zwar unsere Nahkampfwaffe, aber dafür müssen wir uns immer erst beißen lassen. Das ist vielleicht nicht so praktisch. Jetzt schauen wir mal, ob wir auch gute Range-Waffen haben. Okay, da sehe ich schon den ersten Zombie rumlaufen. Treffe ich mit dem Ding? Wow, das ist gut. 1700. Oh oh. Zum Glück ist er im Moment noch abgelenkt. Ich glaube, der heilt sich genauso schnell hoch, wie wir hier auf ihn schießen. Oh oh, nehmen wir mal die andere. 2800 ist besser. Headshot. Yes. Wir haben den Zombie geschafft. Das Ding ist besser. Aber das Skin ist nicht so cool, ne? Irgendwie, wer auch immer das Ding hier angesprüht hat, hat das Fernglas zugesprüht. Jetzt sehen wir nichts mehr. Das ist doof. Jetzt haben wir da extra so eine Optik obendrauf und die haben das einfach zugesprüht mit brauner Farbe. Das ist natürlich echt blöd. Können wir das irgendwie umstellen? Da gibt's doch... Targeting... Was? Switch to scope. Grün, rot. Grün, rot. Grün... Okay. Okay, also man kann hier einfach nur die Farbe umstellen, wie es aussieht. Lassen wir das mal rot, das sieht man, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Meistens. Coolio. Also die Munition ist natürlich nicht günstig. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, hier die Viecher da mit 10 Schuss umzuballern, aber wir können das Ding ja upgraden. Das ist ziemlich cool. Ich bin echt traurig, dass das andere Ding so schlecht funktioniert, dass die... SKS hier nicht so gut ist. Die sieht nämlich ultra cool aus. Aber ich denke, wir müssen die andere nehmen. Die ist einfach besser. Sweet. Na gut, haben wir wieder eine neue Waffe gefunden, die auf jeden Fall gut ist. Zum Vergleich können wir auch nochmal kurz die kleine Ding hier auspacken. Die ist nämlich super lustig. Wo ist sie da? Unsere Uzi. Uzi. Spinne. Oh, nicht gut. 450 pro Schuss. Schluss jetzt, lasst mich. Oh, ich glaube, das Magazin ist leer. Nee, ist es gar nicht. Jetzt aber. Immer noch nicht. Weiß nicht, was die hatte. Okay. Die ist viel teurer, weil die braucht Unmengen an Munition und die macht ein bisschen weniger Schaden. Gleich schlafe ich. Nee, alles gut. Perfekt. Das heißt, die Uzi und das Ding werden wir wahrscheinlich wegpacken. Das sind zwar unglaublich lustige Waffen, aber einfach nicht ganz so stark. Wir müssen uns jetzt langsam mal so ein bisschen stärkere Sachen raussuchen, dass wir dann vielleicht auch mal so ein bisschen draußen unterwegs sein können. Und uns verteidigen können gegen die ganzen super fiesen Dinos, die hier unterwegs sind. Okidoki. Jetzt haben wir die neuen Teile aus der Forts und Keeps Mod ausprobiert, was hier Tranks angeht. Das hat mir echt Hoffnung gemacht hier, diese Ballista. Achso, ja, das war die Pugnacia Ballista, ne? Die haben wir auch getestet. Die kam aus der Pugnacia-Mod und dann haben wir noch die ganzen Pfeile getestet aus der Castles und Keeps-Mod.
Aber die Pfeile sind halt einfach auf Vanilla gebalanced. Und diese Pugnacia Turret hat mich so ein bisschen enttäuscht. Die ist auf Pugnacia gebalanced, denke ich mal. Und unsere Darts hier sind ja, also die sind auch auf Pugnacia gebalanced, sind ja Pugnacia Darts, aber das Gewehr ist, das haben wir upgegradet mit der, dieser Upgrade Station. Und die ist ja normalerweise nicht für Pugnacia gedacht, die ist nicht bei Pugnacia dabei. Das heißt, deswegen sind wir so stark unterwegs mit den Dingern. Der normalen Pugnacia Mod würde man da so ein bisschen weniger Schaden machen, ne? Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Man findet ja auch ziemlich gute Gewehre, so. Naja. Auf jeden Fall ist es das Beste, was wir haben im Moment, dieses Gewehr. Nächste Episode werden wir uns dann mal anschauen, wie das mit den anderen Darts ist aus dieser Military Weapons Mod. Vielleicht sind die ein bisschen besser. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt irgendwie eine bessere Lösung. Super wichtig, damit wir hier den Titano gescheit legen können und die Bosse angehen können. Ich weiß gar nicht, ob wir die Bosse überhaupt betäuben können und betäubt zähmen oder so. Oder ob wir die erst killen müssen. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir alles ausprobieren. Kann sein, dass wir erst einen Boss töten müssen und dann die Essenz brauchen, um den nächsten zu zähmen. Gut möglich. Das werden wir alles sehen. Für heute müssen wir aber erstmal Schluss machen. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.